Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Bobbyversum. Herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo zur Ankündigung des PTRs für das Spiel Diablo 3 Reaper of Souls. Gestern Abend im Livestream habe ich noch gemeckert, dass diese Ankündigung auf sich warten lässt, dass wir seit Wochen, Monaten nichts gehört haben, wir keine Ahnung haben, wann der PTR endlich an den Start geht, wann dieser Testserver endlich die Pforten für uns öffnet, wann wir das erste Mal einen Blick auf die neue Season, auf den kommenden Patch und auf die Änderungen, die damit einhergehen, werfen können. Und Leute, keine 24 Stunden später ist es dann tatsächlich soweit. Die Patchnotes, die vorläufigen Patchnotes, wurden veröffentlicht. Die Ankündigung zum PTR ist da. Und Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, diesmal hat es diese Ankündigung wirklich in sich. Das ist definitiv mehr, als die meisten von uns jemals erwartet hätten. Und wir gehen da jetzt einmal ganz kurz drüber. In dem jetzigen Video soll es halt noch gar nicht mal so sehr um eine Wertung gehen, sondern einfach nur um die Informationsvermittlung. Diese Patchnotes, die vorläufigen Patchnotes, sind tatsächlich momentan nur auf Englisch verfügbar. Die deutschen Patchnotes brauchen tatsächlich immer ein bisschen länger. Dementsprechend versuche ich das weitestgehend zu übersetzen, so wie mir das halt möglich ist. Sollte ich dabei einen Fehler machen, seht's mir nach, Leute, Englisch ist halt nicht meine Muttersprache. Aber ich denke, um den Kern daraus zu ziehen, dazu reicht's. Und deswegen schauen wir uns im jetzigen Video an. Wann startet der PTR? Wie lange wird er da bleiben? Was gibt es alles Neues? Was hat die neue Season für uns parat? Was passiert im Patch 2.6.10? Und was gibt es für Änderungen an den bestehenden Items und gibt es vielleicht sogar neue? Damit soll es jetzt auch direkt losgehen. Das Allerwichtigste steht hier gleich ganz oben drin. Our 2-week PTR testing period for the 2.6.10 update begins October 1st. 1. Oktober geht's los, Leute. 1. Oktober ist nächste Woche Donnerstag. Das bedeutet, das ist nicht mehr lange hin. Und ja, wir haben das bei den letzten Malen PTR auch immer erlebt. Es kann durchaus sein, dass durch die Zeitzonen es bei uns dann tatsächlich erst am Freitag klappt mit dem PTR. Das bleibt halt abzuwarten. Angesetzt ist erstmal grundlegend der 1. Oktober. Donnerstag, der 1. Oktober. Sie haben diesmal einige Änderungen gemacht, nicht nur was den Umfang dieses Patches angeht, sondern auch was den Ablauf des PTRs angeht. Der Testserver ist für jeden PC-Spieler verfügbar. Ihr könnt da alle dran teilnehmen. Ihr müsst dafür nichts bezahlen oder ähnliches, sondern ihr müsst einfach nur diesen Testserver oder die Daten für diesen Testserver bei euch auf dem Rechner installieren. Wie das geht, steht auch in dem verlinkten Artikel hier drin. Da habt ihr nochmal eine detaillierte Anleitung dazu. Der PTR wird für 2 Wochen bestehen bleiben. Der PTR ist unterteilt in 2 Phasen. Die Phase 1 beginnt, wie eben schon gesagt, am 1. Oktober. During this phase we will be introducing legendary and set item changes. In der ersten Phase des PTRs werden die Veränderungen an den legendären Gegenständen, an den Set-Gegenständen auf den PTR gebracht und wir können damit rumexperimentieren, wir können uns neue Builds ausdenken, wir können bestehende Builds testen, was sich geändert hat, wir können die neuen und neu überarbeiteten Items ausprobieren und so weiter und so fort. Die zweite Phase des PTRs beginnt genau eine Woche später am 8. Oktober. In this phase we will be adding the seasonal theme content. Dementsprechend in der zweiten Phase des PTRs, also ihr dürft euch das jetzt nicht falsch vorstellen, es sind nicht 2 unterschiedliche Server oder sowas, sondern es besteht halt einfach ein zeitlicher Unterschied zwischen den einzelnen Phasen. In der ersten Phase haben wir halt die Änderungen an den Gegenständen und in der zweiten Phase kommt dann das Saisonthema dazu. Ganz wichtig, das steht hier unten auch nochmal drunter, die zweite Phase wird natürlich trotzdem den Content der ersten Phase enthalten. Das heißt, sie nehmen uns in der zweiten Phase jetzt nicht wieder die geänderten legendären Gegenstände weg. Wie immer auf dem PTR gibt es natürlich die entsprechenden Stärkungen. Die legendäre Droprate ist immens erhöht. Es droppt Legis aus allen Ecken und die Anzahl der Blutsplitter, die wir finden, ist einfach mal verdoppelt. Des Weiteren gibt es den PTR-Händler, bei dem wir für Blutsplitter die ganzen neuen Items einkaufen können, diese Sets einkaufen können und so weiter und so fort. Sprich, wir kommen sehr, sehr schnell an unsere Ausrüstung und es ist tatsächlich nur zum Testen gedacht. Damit kommen wir dann auch zur neuen Saison. Die neue Saison wird heißen Shadows of the Past, also Schatten der Vergangenheit. Activating a shrine or pylon will spawn in a shadow clone of your class. This clone will randomly have 1 out of 3 predetermined builds. This clone's power will scale with your character and will last for 1 minute or if your character dies.
Das bedeutet, Leute, jedes Mal, wenn wir einen Schrein oder einen Pylon anklicken, dann wird ein Schattenklon von uns erschaffen. Dieser Schattenklon wird einen von drei vorgefertigten Builds enthalten und dieser Schattenklon wird für eine Minute an unserer Seite kämpfen, es sei denn, wir sterben. Dann stirbt auch unser Schattenklon. Diese unterschiedlichen Variationen könnt ihr euch hier alle angucken. Das sind halt für jede Klasse drei Builds, die da zusammengebastelt sind. Und aus diesen Builds wird zufällig ausgewählt, welcher von diesen Klonen erschaffen wird. Das klingt halt relativ abgefahren. Es ist schwierig, da im Vorfeld jetzt schon irgendwie was einzuschätzen, wie stark oder nicht stark das ist. Das Einzige zur Stärke, was gesagt wurde, dass es mit unserem Charakter skaliert. Das bedeutet, je stärker der Schadensoutput unseres Charakters ist, desto höher ist sehr wahrscheinlich auch der Schadensoutput von unserem Schattenklon. Ich habe euch natürlich unten unter dem Video den entsprechenden Link gesetzt, dass ihr euch das hier auch alles nochmal ganz in Ruhe angucken könnt. Aber Leute, das ist nicht alles, was die neue Saison für uns bereithält, sondern es gibt on top noch ein richtig abgefahrenes Feature. Kanais Würfel erhält einen zusätzlichen Item-Slot. Kanais Cube, additionally, the Kanais Cube will have a fourth slot this season. This fourth slot will have the choices of the first three slots, but will not stack with any of them. The intent is to provide players with creative flexibility to their character builds. Also, Kanais Würfel bekommt, wie gesagt, einen vierten Slot. Dieser vierte Slot ist frei belegbar, sprich, wir können da Waffen reinlegen, wir können Rüstung reinlegen, wir können Schmuck reinlegen. Aber natürlich stackt das nicht. Das heißt, wenn wir jetzt zweimal die Barb-Armschienen der ersten Menschen da reinpacken, haben wir dann nicht 1000%, sondern es bleibt bei 500% Schadenserhöhung. Das ist natürlich absolut genial. Also das ist eine Änderung, die wünschen sich viele Spieler auch tatsächlich schon sehr, sehr lange und sehr dauerhaft eigentlich. Und ich bin gespannt, wie sich das in der Season spielt und ob es vielleicht mit ganz viel Glück danach auch fest ins Spiel implementiert wird. Man weiß es nicht. Des Weiteren ist es auch so, dass wir auch dieses Mal wieder zwei kleine Belohnungen für das Abschließen der Saisonreise bekommen. Wir erhalten einen Porträtrahmen und einen Begleiter. Ein kleines Begleiterchen, was dann wieder das Gold aufsammelt. So Leute, und jetzt kommen wir zum Kernstück dieses wirklich wahnsinnig riesigen Patches. Wir kommen jetzt zu den Änderungen an Gegenständen. Hier oben steht noch allgemeine Änderungen. Hedrick's Gift now grants all class sets and we have a new rotation schedule. This upcoming season, depending on which class you choose, Hedrick's Gifts will reward you with Horde of the 90, Savages, Aegis of Valor and so on. Also das bedeutet, Hedrick's Gift hat jetzt auch diese neuen Klassensets enthalten und je nachdem mit welcher Klasse wir anfangen nächste Season, erhalten wir dann das entsprechende neue Klassenset. Des Weiteren ist es so, dass die Steinpanzerhandschuhe jetzt im Itempool von allen Klassen enthalten sind. Sehr gute Änderung, sehr, sehr gute Änderung. Es war wirklich teilweise sehr, sehr anstrengend, Steinpanzerhandschuhe für die entsprechenden Klassen zu suchen, wenn man nicht gerade als Barb rumgelaufen ist. Und eine weitere allgemeine Änderung, der Paragon-Bonus für den Goldfund, also der Goldfund-Bonus, den gibt es in Zukunft nicht mehr. Es ist jetzt ein Bonus für den Pickup-Radius, also für den Gold-Sammelradius. Wir erhalten pro investierten Paragon-Punkt 0,1 Meter an Goldsammelradius. So, und jetzt geht's los. Die Item-Changes, sie sind wirklich unheimlich vielfältig. Wir haben ein einziges ganz neues Item, welches vorher noch nicht im Spiel implementiert war. Galmendor's Marrow Guards, Bone Spear cast from Simulacrums, deal 400-500% increased damage. Der Knochenspeer von den Simulacren macht 400-500% mehr Schaden. Sehr, sehr geil. Passt perfekt zum neuen Itemset für den Totenbeschwörer. Endlich können wir damit wahrscheinlich ausreichend Schaden machen, um auch mal über GR 100 hinauszugehen. Finde ich eine klasse Änderung. Dann geht es weiter. Und ihr seht es hier oben. Ich habe diese ganzen Tabs auf, weil ich nachgeguckt habe, was das halt alles für Items sind, was das alles bedeutet und welche Items das vorher waren und wie die vorher aussahen. Leute, es ist wirklich der Wahnsinn. Ich werde jetzt hier auch gar nicht über jedes einzelne Item drüber gehen, denn das würde auch einfach den Rahmen von diesem Video sprengen. Dieses Video ist wirklich einfach erstmal nur zu Informationszwecken gedacht. Es wird Videos vom PTR von mir geben mit neuen Bildguides, mit Informationen, wie sich was spielt, was funktioniert, was nicht funktioniert, was vielleicht noch geändert wird und so weiter und so fort. Die Liste, wie gesagt, ist
sehr, sehr umfangreich und hat im Prinzip für drei Klassen was in petto. Das ist der Zauberer, das ist der Kreuzritter und das ist der Hexendoktor. Der Hexendoktor, da rasten sie völlig aus. Also der Hexendoktor, they doubled it. Sie haben die Sets vom Hexendoktor angepasst. Es wird einen neuen, abartig starken Chicken-Build geben, wenn die Zahlen so bleiben, wie sie hier sind. Wir haben zum einen das Höllzahn-Set gepatcht von 9000% auf 17500%. Und dazu noch Manajumas gepatcht von 400% auf 2000%. Also das könnte ein absolut wahnsinniger Speed Bounty Build werden, sowas in der Richtung. Es sind auf jeden Fall jetzt schon viele, viele Änderungen möglich, die sich alleine aus diesen Zahlen ergeben. Wahnsinnig gut, es ist wahnsinnig umfangreich. Ich freue mich drauf, das alles mit euch zusammen auszuprobieren. Und ja, hier unten steht es nochmal drin, how to participate. Ihr habt den Link unten in der Videobeschreibung. Klickt drauf, schaut euch an, wie ihr mitspielen könnt. Donnerstag, 1. Oktober geht's los. Wir werden natürlich von dem PTR aus streamen. Wir werden natürlich alles ausprobieren, was irgendwie möglich ist in diesen zwei Wochen. Und hoffen dann darauf, dass sich der Season-Start nicht zu sehr mit dem Launch von World of Warcraft Shadowlands in die Quere kommt. Das kann nämlich passieren. WoW Shadowlands wird released am 27.10. Wenn man jetzt halt davon ausgeht, dass der PTR zwei Wochen da bleibt, sind wir bis Mitte Oktober mit dem PTR beschäftigt. Und danach kann man nochmal sagen, zwei Wochen, bis die neue Season losgeht. Und dann wären wir genau in der Release-Phase von Shadowlands. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass das ein ordentlicher Dämpfer für die Spielerzahlen in Diablo 3 werden könnte. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf die ganzen Änderungen. Schreibt mir bitte unbedingt unten in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet. Welche Änderungen findet ihr am besten? Welche findet ihr am schlechtesten? Was sagt ihr zum neuen Season-Thema und den Änderungen an Kanais Würfel? Ich freue mich drauf. Ich sage jetzt natürlich erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte die Infos einigermaßen richtig weitergeben. Sollte mir ein Fehler unterlaufen sein, schreibt mir auch das bitte gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.